Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Traveler's Rest. Wir sind jetzt inzwischen schon eine ganze Woche im Geschäft, müssen jetzt erstmal hier ein bisschen Material aufsammeln und haben... Na, uns fehlt der Hopfen. Moment, irgendwas wollte ich doch hier machen. Ja, ich glaube, wir kommen hier aktuell noch nicht wirklich weiter. Hier können wir auch nur Hackfleisch erstmal mitmachen. Schade, schade. Hatten wir unten noch Ale gebraut? Ich weiß es gerade gar nicht. Beziehungsweise reifen lassen... Ja, haben wir. Hier noch Hopfen verfeinert. Ist aber noch ein junges Ale. Wildes Ale. Kann ich das schon nehmen? Ja, doch, das ist gut. Das nehmen wir. So, unser kleiner Racker braucht natürlich Wasser und Streicheleinheiten. Ja, ich hab dich lieb, du kleiner Süßer. Zack. Rein mit dem Ale. Rein mit dem Mampf. Haben wir aktuell eigentlich ein Ziel? Ich glaube nicht, oder? Haben wir ein Ziel? Also zumindest sehe ich nichts eingeblendet. Preise plus 6%. Ach, für die Zufriedenheit. Schön. Ah, ja, 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 ja. Ich habe den großen Tisch gebaut und wollte noch entsprechend zwei Bänke. Langsam kommt die Erinnerung wieder, was ich mir alles so für Schabernack überlegt habe. So, da sind die zwei großen Sitzbänke sehr, sehr gut. Habe ich hier noch gar nichts wieder angebaut? Ich glaube, da brauche ich auch erstmal Saatgut für, ne? Ich weiß gerade nicht, ob ich da jetzt sinnvollerweise was craften könnte, sollte... Personal einstellen. Nein, erst bei Stufe 6. Damn, okay. Bestellungen. Bei Stufe 4 erst. Alles klar. Kalender. Noch gibt es hier nicht wirklich Events. Nächster Trend. Ach, guck mal, da kann man sehen. Es gibt sogar Trends, wann was gefragt ist. Das ist interessant. So. Ich hätte gerne ein bisschen Saatgut. Die Frage ist nur, was wollen wir anbauen? Weizen. Ich würde sagen, wir nehmen 5-mal Gerste. Und 5-mal Weizen. Noch irgendwas? Schmiedebank? Tisch für Schmiede. Moment, die Schmelze haben wir. Die Schmiedebank, die haben wir doch schon. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Wofür ist der Mischtank? Im Steinwirtschaft, okay. Möbel. Nö, da sehe ich jetzt auch erstmal nicht wirklich Bedarf. Deko sowieso nicht. Verschiedenes. Korkuntersetzer, auch die sind ja schick. Nee, ich würde sagen, wir belassen es erstmal bei der Bestellung. Und öffnen erstmal die Taverne. In der Hoffnung, dass Kunden kommen und ein bisschen was haben wollen. Ja, guck, da kommt schon der Erste. Was kann ich hier bringen? Wer hat das Skelett? Ach, wir haben ja Halloween, deswegen tauchen ja anscheinend ab und zu Skelette auf. Der Startbildschirm, der sah auch entsprechend aus, ein bisschen düsterer. Also noch haben wir kein Halloween am Tag der Aufnahme, ne? Es ist nur, dass wir, es ist natürlich nicht immer nur direkt an dem Tag, wo Halloween ist, sondern natürlich auch ein bisschen davor. Und deswegen haben wir hier halt jetzt schon Skelette rumlaufen. Ist ja völlig okay. Achso, ja, Moment. Ich sollte erstmal was zapfen, bevor ich versuche, die in die Hand zu drücken. Moment. Du kriegst kein Geld zurück, du kriegst auf die Schnauze, Kollege. Weil du so frech bist. So sieht's aus.
Ja, du kriegst auch gleich was zu essen. Ich muss mal kurz schauen. Ja, ich mache die Bestellung gleich. Ich muss nämlich einmal hier Getreidebrei ein bisschen verfeinern. Zack. Ein Wasser soll es sein, ein Wasser sollst du kriegen. Kann ich dich noch mehr verprügeln? Kann ich, bringt nur leider nichts. Schade. Ich dachte, ich könnte zumindest noch ein paar Taler rausprügeln oder so. Wenn du schon hier einfach so dreisterweise meinen Laden verunglimpfst. Ich blitz bin. Ich habe jetzt Tisch und große Bänke fertig und habe es vergessen, das vor der Eröffnung zu platzieren. Mein Gott, bin ich bräsig. Zack. So, die Tische sehen wieder aus wie die Sau. Ich mach mal kurz zu, um eben die Tische nochmal zu platzieren. Beziehungsweise den Tisch und die Bänke. Sehr schön. Warte mal, ich muss mal ein bisschen. Ein bisschen was verschieben. Vielleicht kriegen wir dich dann noch da drüber. Ja, guck. So, Thema Platzeffizienz und so, ne? Komm ich dann noch zwischendurch? Ja, komm ich. Sehr gut. Und ich glaube, du möchtest mal ein bisschen gestreichelt werden, ja. Miau. Aufgaben. Wir haben aktuell tatsächlich keine Aufgaben. Ich hoffe, es kommen noch welche, sonst weiß ich ehrlicherweise nicht, wie lange ich das in dieser Phase des Early Access noch weiterspielen werde. Also jetzt mal ganz offen gesagt, das ist jetzt nicht eher, ich habe keinen Bock mehr, auf gar keinen Fall. Ich habe Bock. Das Spiel macht richtig Laune. Ich fände es so schön, wenn man so einen gewissen roten Faden hat, an dem man sich entlanghangeln kann. Und der scheint gerade zu Ende zu sein. Ich bin mir da aber noch nicht sicher. Ja, wenn das mal nicht Halloween-mäßig aussieht. Geiler Typ. Ja, die sieht auch ein wenig Halloween-mäßig aus. Finde ich gut. Was macht der Mampf, den wir jetzt zubereiten? Fertig. Perfekt. Wasser fehlt. Ach Gottchen. Haben wir dann noch? Wir haben keinen, tatsächlich keinen Eimer Wasser mehr. Sekunde. Ich muss einmal kurz raus Wasser holen. Hier müssen wir ein Sekündchen warten, ihr Lieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weil 10 Eimer haben wir und genau die will ich auch voll machen. So, Essen und ein Ale. Möget ihr bekommen. Ich mach doch den Tisch sauber. Immer schön. Auf die Schnauze, Kollege. Nicht mit Commander, Schätzelein. Ein Ale möchte der Herr. Soll er bekommen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass noch weitere Aufgaben kommen, wenn ich einfach noch ein bisschen hochgelevelt bin. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht so zu früh die Flinte ins Korn werfen. Und wir machen einfach mal weiter und bedienen fleißig Gäste.
Ich überlege gerade, kommen, passen da keine Leute mehr dran? Da muss ich vielleicht doch ein bisschen umdisponieren. Das mache ich dann aber erst nach Feierabend. Also ich mache sich früher nochmal die Kneipe dafür zu. Ja, ich befürchte tatsächlich, die kommen nicht hin. Der ist nur von oben rangekommen. Aber warum da unten keiner rankommt, erschließt sie mir dann doch noch nicht. So, schön putzi-putzi. Sehr schön, wieder ein zufriedener Kunde. So mag ich das. Bringt mir Zufriedenheit, denn die bringt mir Erfahrungspunkte. Oh, warum bist du denn gerade... Oh, was ist los, Kleiner? Was ist los? Was hast du? Erstmal streichen. Ja, du bist doch ein lieber Kleiner, ne? So, also ich werde für den Schluss ist den Tisch nochmal woanders positionieren. Sekunde, dein Essen kommt gleich. Erst noch ein bisschen den Tisch sauber machen, man kennt das. Hier ist gar nicht mal schlecht. Ja, das will ich doch meinen. Das ärgert mich jetzt, dass da keine Gäste reinkommen. Das habe ich nicht bedacht. Also den Gast verstehe ich, dass der nicht reinkommt, aber der erschließt sich mir nicht. Aber unterm Strich habe ich dann Gott sei Dank doch noch zwei Plätze mehr, dadurch, dass ich jetzt so gestellt habe. Aber leider nicht vier, wie ursprünglich geplant. Das ist doof. Na, was wollt ihr noch? Ein Ale und ein Mampf. Sollt ihr bekommen. So, dein Mampf kommt auch. Das L nehme ich auch schon mal direkt mit. Denn ich muss da unten ein Tischchen sauber machen. Ne, zwei Tischchen sauber machen. So, zack. Zack. Sehr gut. Mehr zufriedene Kunden. Zutaten. Gerstenmalz hergestellt in Melzmaschine. Habe ich die denn schon? Nee, ne? Ich habe nur... Das ist ja hier leider keine Melzmaschine, sondern eine Mühle. Hm. Ach, guck mal, Essen ist fertig. Sehr schön. Zack. Ach, da unten war noch Wasser. Ja, kommt. Kommt sofort, kein Stress, immer schön locker durch die Hose atmen. So, du willst auch ein Wasser? Ja, gerne doch. Und schon wieder ein dreckiger Tisch, ihr Schmutzwinkel. Zack, zack. Alle mit Mampf versorgt. Ach Gott, und wieder Dreck. Und wieder Dreck. Mein Gott, ihr macht aber auch Dreck. Also unser Kater ist pflegeleichter, muss ich sagen. Der macht nicht so viel Dreck. Gut, der bringt mir zwar auch kein Geld, aber wie gesagt, auch kein Dreck. Dann servieren wir mal zwei Ale. Der Tisch wird langsam widerlich. Ach komm, besser widerlich als wieder nicht. Sekunde. So, Tisch putzen. Und hier muss Wässerge rein. Zack. Frisch aufgefüllt, frisch gezapft und frisch serviert. Was will man mehr? Ich schau mal kurz, was im Keller unser Ale macht.
Gereiftes Ale. Ist Lila jetzt gut? Ich bin mir da bei den Stufen noch nicht sicher. Ich lasse es einfach mal länger reifen und gucken wir mal. Weil es geht ja anscheinend noch eine Stufe drüber. So, werte Hexe. Scarecrow. Ich bediene euch doch alle. Ich finde schön, dass die halt so mit so Kleinigkeiten immer so ein bisschen aktuelle Events, also so wie Halloween mit reinbringen. Ich denke mal, Weihnachten, die Ecke wird es wahrscheinlich ähnlich laufen. Nur finde ich schade, dass trotz Early Access halt wir gerade keine Aufgabe haben. Aber wie gesagt, vielleicht kommt es ja noch mit Level-Ups. Deswegen müssen wir einfach mal schauen, dass wir uns jetzt ein bisschen darauf fokussieren, mehr Gäste zu bedienen. So, 4 Getränke gehen auf jeden Fall. Und noch einer. Mann, wir hätten vielleicht noch ein 5. gestapelt. Na komm. Mein Gott, jetzt wollt ihr alle mir hier die Haare vom Kopf trinken? Könnt ihr natürlich machen. Das bringt ja auch Geld und... Ne? Von daher alles gut. So, ich mache mal ein bisschen Feuer. Was freue ich mich, wenn ich auf Level 6 bin? Na, endlich geht mal wieder ein Gast. Heißt, ich kriege Erfahrungspunkte. Ich finde es zwar schön, wenn die Gäste bleiben, um mehr Getränke zu bestellen und so, weil dann wird es ja natürlich auch ein bisschen monetär besser. Nur dadurch bekomme ich nicht so schnell Erfahrungspunkte, wenn die länger bleiben. Wenn die schneller gehen würden, bekäme ich mehr. Oder zumindest schneller Erfahrungspunkte. Unterm Strich mehr weiß ich noch nicht mal. Wie nur 38? Du wurdest doch hier zünftigst bedient. Wo ist denn die 43? Belegung plus 4. Ich weiß ja noch nicht so ganz, was die plus 4 heißen soll. So nach dem Motto, theoretisch würden noch 4 Gäste mehr kommen, wenn ich jetzt den Platz hätte? Oder was soll das genau heißen? Wie gesagt, es schließt sich mir noch nicht in Gänze. Sekunde, immer hier Essen holen. Zack. Ja, ich bring euch doch gerne Wasser. Sekunde. Jetzt muss ich aber erst mit den Tisch wischen. Oder die Tische wischen. Sind ja leider mal wieder mehrere dreckig. So, 1, 2 und 3. Dass ihr alle versorgt sein möget. So, wir haben gleich 10 Uhr. Ich überlege, wann ich Schicht machen möchte. Ein bisschen geht ja noch. Ja, erst den Tisch putzen. Ja, gönn deinen Füßen etwas Ruhe. Ist okay. Gönn dir. Mach den Gönn-Dugan. Oder den Gönn-Jamin. Schon wieder. Ey, nur 20 plus? Hallo? Ich meine, ich freue mich, dass es kein Minus ist, aber trotzdem, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, ehrlicherweise. Ach, du willst ein Wässerchen. Ihr wollt alle ein Wässerchen.
Und schon wieder alles weggesoffen. Mein Gott. Wie die Pferde sauft ihr ja. Aber umsatztechnisch kann ich mich alles andere als beklagen. Und deswegen, let's call it a day. Können wir vielleicht draußen mal im Briefkasten gucken, ob schon unsere Lieferung da ist. Ah ne, die ist ja hier, wenn dann. Yes. Ein bisschen unheimlich ist es ja schon, muss ich zugeben. So, Gäste sind weg, der Dreck ist natürlich noch da. Und bevor ich es vergesse, stellen wir mal eben Tische um. Und let's call it a day for today. Ihr Lieben, wir machen an der Stelle, wie erwartet, einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssikowski.